weiteres brandaktuelles Thema ist die Ausbeutung der Natur in Form von Fracking. Und dazu spricht jetzt von der Lübecker Montagsdemonstration Susanne Kreft und Lydia Müller. Ja, herzliche Grüße aus dem krisengeschüttelten Norden. Aber wir sind für unser Führungspersonal nicht verantwortlich. Ja, wir sind seit 3 Jahren jeden Montag auf der Straße gegen Atomkraft für 100% regenerative Energien. Darüber hinaus gibt es auch die Montagsdemo sozial zu, also jeden Montag auch seit 9 Jahren. Und wir demonstrieren auch gemeinsam für Arbeitsplätze, für die 30-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich, solidarisieren uns mit den Beschäftigten in der Solarindustrie oder waren auch in Brockdorf mit dabei. In letzter Zeit haben wir ein immer größeres Gewicht darauf gelegt, auch den Protest gegen das verbrecherische Fracking mit in unsere Kundgebung aufzunehmen. Und dazu sagt jetzt Susanne etwas. Ja, ich begrüße auch alle herzlich heute zur Montagskundgebung und ich bin froh, dass so viele zahlreiche erschienen sind. Ich hatte heute das Lied ja auch gehört von Mimmels, Highway to Hell. Dazu gehört nicht nur, dass man den Menschen die Arbeitsplätze wegnimmt und ihnen wenig Geld dafür bezahlt und dass wir Minijobs haben und Leiharbeit, sondern es gehört auch dazu, dass wir vom Fracking ausgebeutet werden, dass unsere Gesundheit gefährdet wird. Es werden giftige Stoffe, bis zu 700 giftige Stoffe ins Erdreich gepumpt. Und das gefährdet unser Grundwasser. Zum anderen Teil kann diese Aussprengung des Gesteins durch diesen riesigen Druck, der erzeugt wird, der dort reingepresst wird, können auch Erdbeben passieren. Nicht nur dadurch, sondern auch durch Verpressung von Crack-Abwässern, die man regelmäßig, wenn man sie nicht gerade klären kann, weil man dafür vielleicht auch kein Geld hat, werden sie einfach den Boden zurückgepresst. Dann kommt hinzu, dass Gas-Fracking absolut dazugehört zu den fossilen Energieträgern, die die CO2-Emissionen weiter steigern und so wird auch den Klimawandel weiter untermauern. Also, in Land Schleswig-Holstein hat man nun beschlossen, dass hinsichtlich weiterer Bohrungen nach Gas und Öl die Gemeinden als Entscheidungsträger mit einbeziehen sind. Die Regierung ist seit langem bekannt, dass die Akzeptanz des Fracking in der Bevölkerung gering ist. Könnte man da nicht auf die Idee kommen, dass so eine Bürgerbeteiligung eher zur Beruhigung der Öffentlichkeit dient? Denn es ist doch höchst fadenscheinig, dass Unternehmen wie Exxon, Winterhall oder RWE Idea zwar Bohrgenehmigungen beantragen müssen, sich aber im Vorfeld Gebiete dafür sichern können. Zum anderen wird die Bevölkerung mit einer neuen Fördermethode, dem Clean oder Green Fracking, ja, die Augen verblendet. Denn hier werden zwar keine giftigen Hilfsmittel benutzt, um das Gas aus dem Boden zu fracken, aber alle anderen schlimmen Erscheinungen, die dort auftreten können, werden trotzdem da sein und es wird viel Geld kosten. Und wir sehen ja, dass dieses Geld einfach nicht vorhanden ist. Und deshalb finden wir uns von der Anti-Atom-Bewegung auch an den Horbacher Resolution an. Wir wollen kein Fracking, ein absolutes Fracking-Verbot. Und wir wollen auch kein Handelsverbot mit Fracking-Gas. Und wir wollen eine konsequente Umsetzung der Energiewende. Danke.